Tor oder kein Tor, jetzt kommentieren. Yo, was geht ab, Freunde? Meteor am Start. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PMTV. Ihr seht es am Videotitel, es gibt das erste Pokalfinale hier auf diesem Kanal mit den Kickers aus dem Westerwald. Und es ist Amtspokal. Mehr dazu werde ich euch gleich erzählen. Das ist ein kleiner Pokal bei uns in der Verbandsgemeinde. Der wird vor der Saison ausgespielt, zum ersten Mal jetzt nach der Corona-Pause. Und da haben wir es ins Finale geschafft. Deswegen lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da. Vielen, vielen Dank für euren geilen Support. Falls ihr neu seid, abonniert. Es ist kostenfrei. Dann seid ihr ein Teil dieser geilen Reise. Und auf Social Media seid ihr uns sowieso am Supporten wie bekloppt. Auch die Kickers, da ist ein Clip gestern viral gegangen. Da hat sogar Herr Anwalt auf TikTok kommentiert. Und, Freunde. Deswegen vielen Dank für den Support. Genießt das Video. Und jetzt springen wir auch rein. Abfahrt. Ah ja, ganz wichtig. Matchday, Freunde. Grüße gehen raus an dir. Damit ist auch alles bereit, um loszulegen, Freunde. Wir schauen auf die Tabellen vom Vortag. Wir sind Erster in unserer Gruppe geworden, nachdem wir gegen Buchholz und gegen die A-Jugend von JSG Rhein-Westerwald gewonnen haben. Windhagen wurde in der anderen Gruppe Erster. Und wir schauen auf die Startaufstellung. Phelps beginnt im Tor, davor in der Abwehr Lars, Milan, Sido und der T. Links Sigi, rechts Phil, auf der 6 haben wir Danny und den Bernd. Auf der 10 beginnt Silas und vorne drin spielt der Memo. Auf der Bank haben wir ja noch den Sebo, den Jan, den Hardy und den Pierre. Zusammen mit Rico und Jason als Betreuer. Und ich springe als Trainer ein, weil der Matsche krankheitsbedingt ausgefallen ist, Freunde. Ihr habt es im Intro gehört, Windhagen in den schwarzen Trikots spielt in der Bezirksliga. Das sind 3 Klassen über unserer Kreisliga C. Somit für uns auf jeden Fall ein Spiel, was wir so noch nie hatten. Und wir haben uns vorher gesagt, wir können aus diesem Spiel nur lernen, egal wie das Spiel ausgeht, ob 10-0, 15-0, 2-1 oder sonst was. Und wir schauen auf die erste Ecke vom SV Windhagen von der rechten Seite, jetzt nicht ganz drauf, aber der Ball wird jetzt vom Danny aus dem 16er rausgeklärt und der Spieler nimmt den Ball hier mit dem ersten Touch überragend an. Da sieht man schon mal, dass die Jungs ein bisschen was kicken können und wir schieben hier gut raus, versuchen hier den nächsten Angriff zu unterbinden und das gelingt uns auch, denn die Gegner müssen hinten rum spielen und wir haben in der nächsten Aktion hier den Einwurf, wo der Silas den Ball die Linie weiter verlängert. Da ist der Memo, wird ein bisschen gehalten. Sigi bekommt den Ball. Das wird ziemlich eng in der Ecke. Wir müssen eigentlich rausspielen. Wir gehen aber weiter da rein. Das ist vielleicht ein kleiner Fehler, den wir hier machen. Und der Ball wird jetzt erstmal die Linie lang geschlagen von Windhagen. Aber wir bleiben drauf. Lars auf Silas. In der Mitte ist der Bernd. Und jetzt verlagern wir das Spiel. Das sieht richtig gut aus, muss man sagen. Dafür, dass wir in der Kreisliga C ein bisschen ditchen. Jetzt kommt der Ball nach vorne. Und diesen vertellen wir jetzt ein bisschen. Und es kommt zum nächsten Angriff vom SV Windhagen. Der Ball wird lang in die Spitze geschlagen. Da ist der Stürmer alleine gegen den Milan und wir müssen in der Mitte aufpassen, dass die Flanke nicht kommt, aber Milan geht dazwischen und kann den Ball zur Ecke klären. Der Eckball sollte nicht so gefährlich werden, denn er ist einfach zu lang. Und jetzt kommt der Danny, der den Ball hier beim nächsten Angriff zurückerobert, legt ihn super vorbei, schaut in die Spitze. Da ist der Silas, der läuft, aber der Ball ist ein bisschen zu lang. Die Idee war jedoch super. Wir bleiben in der Aktion einfach mal drin, denn der Ball sollte jetzt nochmal abgeworfen werden auf die 6. Da versuchen wir jetzt nochmal Druck zu machen mit dem Silas, mit dem Memo. Und da holen wir uns den Ball zurück. Denn wir haben gesagt, wir brauchen uns hier nicht zu verstecken. Der Sigi schießt und der Ball geht knapp am Winkel vorbei. Das war eine richtig gute Gelegenheit von uns. Wir haben hier versucht, einfach mitzuspielen. Wie schon erwähnt, wir können aus solchen Spielen nur lernen. Nach diesem Standard gibt es hier erstmal den Kopfball vom Windhagen. Der Ball war dann aber im Aus, sodass der zweite Ball nicht gefährlich wurde. 10 Minuten haben wir jetzt überstanden ohne Gegentor und Windhagen versucht hier den nächsten Angriff zu fahren, aber wir können dazwischen gehen. Phil spielt einen Ball in die Spitze. Der Ball kommt zum Memo. Der muss jetzt erstmal schauen, was er macht. Ja, da seht ihr es schon, da wird es schon ein bisschen robuster. Der Memo hat ja schon Körper. Aber wir kriegen wenig später eine Ecke. Der Ball wird erst einmal geklärt und da kommt jetzt der Bernd, der den Ball erstmal erobert, spielt den Ball zurück auf den Team, in die Mitte, auf den Danny. Der ist aber ein bisschen zu lasch und wir laufen hier eiskalt in einen Konter der Windhagener. Jetzt die Nummer 14 legt sich den Ball vorbei. Da ist der Milan und wir schauen ganz genau drauf. Milan ist am Ball und wird dann geschubst und es gibt keinen Freistoß. Kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen. Jetzt ist die Nummer 15 am Ball, spielt den Ball rein und es wird daraus nichts. Ja, zum Glück würde ich sagen, weil für mich war es ein klares Foul. Jetzt schauen wir auf den nächsten Freistoß. Der Ball aber auch ungefährlich. Phelps kann diesen Ball sichern. Wenige Minuten später ist es wieder ein Einwurf auf der linken Seite. Lars auf den Sigi. Der Ball wird zweimal per Kopf verlängert. Da kommt jetzt ein Windhagener Spieler dazwischen. Wir machen da ziemlich gut Druck und holen den Ball wieder. Leider keine Anspielstation in der Spitze gefunden und es gibt einen Konter für die Gäste aus Windhagen. Der Ball kommt gut auf die Nummer 42. Da ist Milan aber zurückgehalten, kann entscheidend stören und dann kommt der Falk dazwischen gemeinsam mit dem Bernd und der Ball wird rausgekloppt. Wir geben diesen Ball aber nicht auf, denn der Sigi riecht da eine Chance, versucht dazwischen zu kommen, aber
Der Gegenspieler kann den Körper dazwischen stellen und den Ball erst einmal klären. Wir bleiben in dieser Aktion drin, denn die Nummer 6 versucht den Ball zu behaupten. Da kommt der Silas jetzt dazwischen, wird jetzt aber von 3 oder 2 Spielern in die Mangel genommen und verliert den Ball. Und ja, dieser Spieler spielt ihn raus, der versucht den Abschluss, aber das ist kein Problem für unseren Keeper, dem Phelps. Und jetzt springen wir in Minute 25, noch 10 Minuten bis zur Pause. Wir spielen beim Amtspokal im Finale, ja, 10 Minuten kürzer die Halbzeiten, weil wir am Tag vorher auch schon gespielt haben. Da waren es 2x 25 Minuten. Jetzt kommt der lange Ball nach vorne, da fehlte die Abstimmung und da ist der Spieler durch. Siggi kann nur noch hinterherrennen, der Ball in die Mitte wird verlängert und dann ist es das 1:0 für die Favoriten aus Windhagen. Ja, da hat ein wenig die Abstimmung auf der linken Seite gefehlt, denke ich. Ich habe aber den Jungs direkt gesagt, ey, das ist gar kein Problem. Genau aus solchen Sachen kann man nämlich lernen für die Zukunft. Und somit liegen wir erst einmal zurück. Und ja, die Favoriten werden erst einmal ihrer Rolle gerecht. Jetzt haben wir aber eine Szene, die nicht so schön ist. Habt ihr vielleicht schon auch auf Social Media gesehen. Ich finde, das ist eine ganz klare rote Karte. Und leider gab es da gar nichts. Stattdessen wurde der Memo jetzt ermahnt, weil er sich natürlich verständlicherweise beschwert hat. Weil der Fuß ist, ja, knapp an seiner Schläfe vorbei gehuscht und ich finde, das hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist kein Kampf um den Ball und laut Regeln, ihr seht es, Regel Nummer 12, ist das eine Tätigkeit, die auch ohne Kontakt mit der roten Karte geahndet werden muss, aber wurde sie hier nicht, aber ich würde drum beten, dass man sowas halt einfach ahndet, weil sowas hat auf dem Fußballplatz nichts verloren. Aber was auf dem Fußballplatz was verloren hat, sind Torabschlüsse, die wir jetzt hier auch nochmal suchen in Form von Memo. Ist aber kein Problem für den Heinz, der im Tor bei Windhagen steht und er kann diesen Ball erst einmal festhalten. Wir bleiben in dieser Aktion drin, wir stellen vorne zu, damit ja ein langer Ball von Windhagen geschlagen werden muss. Der Ball wird aber ganz schön lange und ja, das wird ganz schön gefährlich. Der Falk und der Phelps haben da ein bisschen Abstimmungsprobleme und der Kopfball geht aber am Tor vorbei. Also wie gesagt, der Heinz hat da ja gut was drunter geschlagen, muss ich mal sagen, sonst wäre der Ball nicht so weit geflogen. Hut ab an dieser Stelle an meinen Torwartkollegen aus Windhagen. Das war eine Fackel und wurde dementsprechend auch gefährlich. Jetzt haben wir den Siggi, der den Ball erstmal versucht zu behaupten. Irgendwie hat er den Ball schon halb verloren. Jetzt kriegen wir den Ball wieder. Milan spielt ihn raus auf den Lars und der hat jetzt ein bisschen Platz. Treibt den Ball, schaut, wen kann er anspielen. In den Lauf von Siggi spielt er den Ball jetzt, aber da kommt eine super Grätsche und der Ball kann zur Ecke geklärt werden. Wir schauen direkt in die Mitte bei diesem Eckball. Und ja, wir stellen uns wieder, die Ecken zuvor waren ja nicht so effektiv. Jetzt kommt der Ball in die Mitte, jedoch ein bisschen zu nah ans Tor, sodass der Heinz den Ball wegfausten kann. Memo kommt nicht an den Ball. Siggi legt den Ball nochmal zurück. Da ist der Tarek, der versucht, den Ball reinzubringen, trifft ihn aber nicht richtig. Somit geht der Ball über die Querlatte. Wir sind immer noch in Halbzeit 1. Nach einem Einwurf von uns auf der rechten Seite kann Windhagen den Ball zurückerobern und sucht hier den Abschluss. Der Ball kann aber geblockt werden. Und ja, der Lars kann den Ball leider nicht ganz klären. Jetzt geht es ein bisschen hin und her. Jetzt nochmal ein Kopfball da, nochmal ein Kopfball hier. Jetzt kommt der Silas an den Ball, wird gehalten und es gibt einen Freistoß. Wir schauen hier ganz genau drauf, denn ja, auf der rechten Seite ist der Jan, der eingewechselt wurde, ruft und der Silas spielt den Ball in den Lauf. Es ist kein Abseits. Jan versucht jetzt ins 1 gegen 1 zu gehen, weil wir noch nicht ganz nachgerückt sind. Und der Abwehrspieler weiß natürlich auch ganz genau, wie er es zu machen hat. Abgekocht da, holt sich den Ball zurück. Jan bleibt dran, aber erst einmal kann der Gegenangriff von den Windhagen dann eingeleitet werden. Jetzt über die Mitte, das ist super gemacht. Der Ball wird getrieben, der Spieler hat hier Platz, versucht jetzt einen Doppelpass zu spielen. Das gelingt jetzt nicht ganz, aber der Spieler kann den Ball hier trotzdem noch behaupten, trotz dass er sich selber angeschossen hat. Und ja, jetzt sind wir hier auf der rechten Seite fast schon durch. Die Nummer 42 wird jetzt von Siggi nochmal entscheidend gestört und die Jungs können das zusammen zurückholen. Also ich finde das überragend, wie da die Abwehrarbeit gemeinsam ging, von den Leuten vorne angefangen bis nach hinten. Jetzt nochmal der lange Ball nach vorne auf den Jan, aber da spielt der Heinz gut genug mit, um diesen Ball abzufangen. Der nächste Ball lang nach vorne wird diesmal vom Abwehrspieler abgefangen und Windhagen versucht hier nochmal den nächsten Angriff zu fahren. Das ist ein super Doppelpass. Wir laufen da ein bisschen ins offene Messer. Ball in die Tiefe, super gespielt. Es ist kein Abseits und es ist 1 gegen 1, aber der Phelps kann diesen Ball überragend parieren. Und ja, somit gehen wir in Halbzeit Nummer 2. Wir stoßen an. Von links nach rechts diesmal. Jetzt haben wir ein bisschen auch umgestellt. Ihr seht, Sebo spielt hinten in der Innenverteidigung. Wir haben den Pierre, der auf Rechtsverteidiger spielt, mit den orangenen Schuhen hier, der gleich an den Ball kommt. Bei P und T kommen wir selber ein bisschen durcheinander, Freunde. Wir suchen da jetzt neue Spitznamen. Deswegen nicht wundern, dass ich ihn jetzt Pierre nenne. Und der spielt den Ball jetzt auf den Silas. Das ist super gemacht. Und jetzt unten am Bildrand läuft der Jan einem davon. Das ist kein Abseits. Jan hat 4 Meter vor sich, bringt den Ball in die Mitte. Da ist der Phil, aber der Innenverteidiger kann sich davor stellen und den Ball erst einmal klären.
klären. Jetzt versucht Windhagen hier den Gegenangriff zu fahren. Das gelingt auch gut, denn in der Mitte ist eine Riesenlücke, die wir nicht stopfen können. Jetzt der Ball auf die linke Seite. Super gemacht. Der Ball kommt in die Mitte. Der Spieler ereilt zum Ball, aber der ist zum Glück für uns ein bisschen zu lang. Der Ball in die Mitte, da ist der Fabs zur Stelle und wir können diesen Ball erst einmal klären. Wenig später laufen wir vorne gezielt an. Der Jan holt sich den Ball hier mit dem Memo zurück. Memo schaut aufs Tor und probiert es. Aber ich denke, auf den Jan zu spielen wäre in dem Fall die bessere Option gewesen. Wird er wahrscheinlich auch demnächst auf jeden Fall machen. Wir kamen hier ein bisschen frescher aus der Pause raus. Haben versucht hier einfach mitzuspielen. Und das gelang uns hier mehr oder weniger ziemlich gut. Der Ball vom Sigi kommt jetzt zwar nicht an, aber wir hatten echt Laune dran, mitzuspielen. Hier der Pierre verteidigt super, spielt zwar einen Ball, der nicht ankommt, aber holt ihn sich zum zweiten Mal wieder. Das ist richtig gut gemacht. Der Danny spielt jetzt den Ball in die Spitze auf den Memo. Der wird gehalten und gezerrt und es gibt natürlich folgerichtig auch den Freistoß, den der Bomber sich selber hier schon direkt schnappt und den Ball hinlegt. Die Mauer steht, der Memo schaut aufs Tor. Der Ball ist abgefälscht und tappelt im Winkel. Das ist das 1:1. Die Kickers gleichen aus und das hat sich ein bisschen in den ersten paar Sekunden abgezeichnet, dass wir hier in der zweiten Halbzeit uns einiges getraut haben und ich denke, wir müssen nicht darüber reden, dass der SV Windhagen ganz klar mehr vom Spiel hatte, aber wir haben für unsere Verhältnisse wirklich gut mitgemacht und haben uns durchaus auch ein Törchen hier verdient, auch wenn es natürlich ein bisschen glücklich gefallen ist. Jetzt haben wir den Memo, der wieder gezerrt und gehalten wird. Es gibt den Vorteil, Memo spielt ihn weiter auf den Danny. Danny auf Silas. Auf der linken Seite ist jetzt der Hardy, der da durchstartet. Wir machen das richtig gut und spielen das hier auch echt gut aus. Der Ball jetzt auf den Phil, aber jetzt kommt die Abwehr dazwischen. Leider konnte aus diesem Angriff, der wirklich schön auf die linke Seite verlagert wurde, nicht mehr draus werden. Jetzt aber wieder ein Gegenangriff von den Gästen in Schwarz. Jetzt der Spieler hat viel Platz und versucht den Ball jetzt in die Spitze zu stecken. Da ist aber der Falk, der das sieht und erstmal dazwischen gehen kann. Und er versucht den Gegenangriff für uns jetzt mal einzuleiten über den Jan, der auf der rechten Seite. Aber da kommt der Abwehrspieler und klärt ihn vorsichtshalber zum Einwurf. Einen Einwurf hat auch Windhagen auf der anderen Seite. Wir versuchen dazwischen zu kommen. Das gelingt uns aber nicht ganz. Und somit kann Windhagen hier wieder angreifen. Wir stehen jetzt für meinen Erachten ein bisschen zu tief. Und da kriegen wir auch direkt den Angriff. Der erste Ball super gehalten von Phelps. Nachschuss wieder gehalten und nochmal gehalten. Aber der vierte Nachschuss, ja, da ging er dann rein. Die Windhagener waren richtig gallig drauf, wieder in Führung zu gehen. Ein bisschen Pech für uns, dass wir da vier Nachschüsse zulassen. Aber im Endeffekt muss man sich die natürlich auch erarbeiten, so wie es die Gäste in Schwarz hier getan haben. Jetzt nochmal super durchgespielt hier. Der Ball kommt, wird erstmal geblockt. Nochmal der Flankenball in die Mitte und der Kopfball geht am Tor vorbei. Man hat jetzt gemerkt, dass bei uns die Kräfte, nachdem wir freitags trainiert haben, samstags die Gruppenphasenspiele hatten, dass das für uns ein bisschen zu viel war. Und ja, wir haben uns da auf jeden Fall schwer getan mit der Luft. Jetzt ist der Arm in der Brust, im Gesicht und es wird nicht gepfiffen. Der Linienrichter kann es, glaube ich, schwer sehen, weil er den Rücken vom Jan sieht, aber der Schiedsrichter hätte es meiner Meinung nach durchaus sehen müssen, denn dadurch, ja, gibt es jetzt einen Konter für Windhagen. Der Ball kommt super gespielt auf die linke Seite. Der Ball wird angenommen in der Mitte. Ist jetzt erstmal der nächste Mitspieler. Der Ball wird jetzt irgendwie wieder unglücklich abgefälscht und es gibt das 3:1. Wie gesagt, ich glaube, vorne kann man auf jeden Fall das Foul pfeifen. Aber ob es jetzt 3, 4, 5 einsteht, ich habe es schon erwähnt, wir können aus diesem Spiel nur lernen. Jetzt kommt der Ball super in die Mitte, Memo nimmt den Ball an, ist das die nächste Bude? Nein, aber das war trotzdem eine gute Aktion von den Jungs, gute Flanke, gut angenommen und einfach auch mal frech aufs Tor schießen. Ihr seht jetzt, Trinkpause, bei uns war die Stimmung auch einfach gut, muss man auch ganz klar sagen. Und die Jungs haben das super angenommen. Jeden war bewusst, dass wir ein gutes Spiel machen, dass wir aus dieser Partie echt viel mitnehmen können. Und der nächste Angriff, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Hier sieht man, dass die Kräfte einfach nachgelassen haben. Das 4:1 für die Favoriten aus Windhagen. Und da kamen wir nicht mehr ganz hinterher, muss man ganz ehrlich sein. Jetzt gehen wir in die Schlussphase rein, nur noch wenige Minuten. Nochmal ein Angriff von Windhagen. Irgendwie wird der Ball jetzt auch, ja, nicht mehr so richtig geklärt. Der Tarek versucht es, aber jetzt nochmal Silas. Irgendwie kommt der Ball rein. Wir treffen den Ball auch nicht mehr so richtig. Aber wir probieren es natürlich trotzdem. Wir haben alles gegeben und der lange Ball nach vorne landet bei Memo. Der kann den Ball annehmen und ja, wir kommen gar nicht so schnell nachgerückt. Jetzt versucht er den Ball irgendwie auf den Phil zu bringen. Da ist er am Ball. Der versucht den Lupfer. Aber 2 gegen 4 ist natürlich auch nicht so einfach, sodass die Windhagener jetzt den Ball per Kopf an den Keeper zurückspielen können. In der nächsten Aktion spielt der Fabs einen langen Ball. Der Memo kann den Ball jetzt so halb annehmen. Jetzt kriegt er einen Ellenbogen ins Gesicht. Ich finde,
man kann da durchaus sich nicht beschweren. Der Silas versucht hier durchzugehen. Wir schauen jetzt auch nochmal auf die Aktion drauf. Ich kann beide Seiten ein Stück weit verstehen. Wir schauen auf das Bild drauf. Memo hat einen Ellenbogen im Gesicht. Und der andere Spieler ist natürlich höher in der Luft. Keine Frage. Aber jetzt haben wir erstmal noch eine Ecke für uns. Der Ball kommt jetzt in die Mitte. Da ist wieder der Memo, der sich durchsetzen kann. Den Kopfball kann aber der Heinz entschärfen und den Ball unter sich begraben. Wir sind immer noch nicht am Ende hier von der Partie. Windhagen mit dem nächsten Angriff, diesmal über die rechte Seite. Der Ball kommt gut, wir können ihn nicht ganz klären. Der Spieler nimmt ihn an, macht den Haken, bringt ihn in die Mitte und das ist auch der Schlusspunkt. Es steht 5:1. Natürlich wurde dann gesagt, komm, wir müssen eigentlich nicht so viele Tore kassieren. Dafür waren wir gar nicht mal so schlecht. Und es gibt den Abpfiff nach 70 Minuten, wie gesagt, 2x35 Minuten. Danach wurde sich natürlich auch die Hand geschüttelt und beide Mannschaften haben eine gute Partie gemacht. Wir können wirklich zufrieden sein und der SV Windhagen gewinnt hier den Amtspokal der Verbandsgemeinde. Und wir gratulieren natürlich nochmals an dieser Stelle. Ich denke, das ist absolut verdient gewesen. Und für uns war das eine super Trainingseinheit. Ihr seht schon, unsere Stimmung da war auch richtig gut. Und wir bedanken uns nochmals für euren Support. Wir gratulieren dem SV Windhagen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.